Moin! Moinsen! Wir haben es endlich mal wieder zusammen ans Wasser geschafft. Ja, schön. Ja, ist ein bisschen mehr. aber heute wieder out for trout gemeinsam unterwegs. Was liegt heute an, Mathis? Ja, also das Stichwort heute ist Makrele. Denn Makrele ist lecker und kämpft auch gut an der Angel. Hier am Meer haben wir den großen Vorteil, dass so August, September, da ist Makrelenzeit, da kann man Glück haben und die auch in Flensburg hier erwischen. Es gibt andere Städte, wo das deutlich besser geht, aber hier in Flensburg wird es die letzten Jahre immer mehr, vielleicht auch durch den Klimawandel, man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier Makrelen und das freut uns. In der Tat, in der Tat. Und es wurden in den letzten Tagen auch ein paar schöne gefangen. Da haben wir so von allen unseren Bekannten eigentlich gehört, die haben schon jeder welche abbekommen. Ich habe auch ein paar mit der Fliegenrute schon fangen können, aber heute wollen wir mal hier mit den Spinnruten und beziehungsweise mit einer Spinnrute und mit einer Spirorute angreifen. Mal ein bisschen was anderes, aber die Makrelen, die jagen halt oft weit draußen. Wir sehen ja auch schon die Möwenschwärme am Horizont überall warten. Und deshalb greifen wir heute mal mit ein bisschen schwererem Geschirr an, dass man schön mit dem Blinker ein bisschen weiter rauskommt und mit dem Spiro sowieso. Ja, ist auch mal eine schöne Abwechslung. Ich habe die Route lange nicht mehr dabei gehabt. Ja, ich habe auch Bock drauf mal wieder. Und mal so einen schönen Biss auf 80, 90 Meter vielleicht. Das wäre doch mal was. Vielleicht ist ja auch noch ein großer Heringsfresser hier unterwegs oder so. Ja, schöner Dorsch oder so, ist eine dicke Forelle, irgendwie sowas. Oder Köhler, also eigentlich alles willkommen. Ja. Also im Moment sind halt viele Heringsschwärme noch unterwegs, so die Brutfische, die jetzt so fingerlang sind. Und da ist natürlich alles so an Raubfischen hinterher und allen voran natürlich die großen Makrelenschwärme. Die sieht man teilweise auch richtig gut jagen, da kocht das Wasser. Aber natürlich auch Köhler, Forelle, Dorsch, also man muss mit allem rechnen. Ja, ich fange gleich mit Spiro an, Arne mit Blinker. Ja. Wir haben das so ein bisschen abgesprochen, dass wir beides ausprobieren wollen, was besser funktioniert. Und dann passen wir an. Also so ist unsere Taktik heute. Wir erzählen gleich noch was zu den Ködern. Und ansonsten würde ich sagen, ab ins Wasser, Junge. Ab geht's, ich hab Bock. Schauen wir mal, ob was geht. So, hier ist der gute Spiro. Ich fische den heute sinkend, werde aber sehr schnell einkurbeln. Das heißt, der wird sehr oberflächennah geführt werden. Habe aber dann immer noch die Option, dass ich ihn mal sinken lasse, wenn ich langsamer kurbel. Sollte funktionieren. Als Fliege nehme ich heute ein kleines Fischmuster am Anfang. Ansonsten, wenn das nicht funktioniert, werde ich ein bisschen kleiner werden von den Fliegen her. Mal gucken. Die Makrelen müssen eigentlich das meiste nehmen. Besonders, wenn man das aggressiv führt mit ein paar Zupfern drin, funktioniert das eigentlich immer sehr gut. Muss mal gucken, wie das mit den Fehlbissen heute wird. Da hatte ich schon mal schlechte Erfahrungen. Schauen wir mal. Ansonsten Fluorocarbon im Vorfach mache ich heute so 2-2,5 Meter. Mal gucken. Ich werde noch anpassen und das war's auch schon. Ich möchte ins Wasser. Arne erzählt euch jetzt noch was zu den Blinkern. Wenn man mit dem Blinker unterwegs ist und Makrelen fangen will, dann sollte man sich natürlich an der aktuellen Beute so ein bisschen orientieren. Und wie eben schon erwähnt, sind viele kleine Heringe unterwegs, so fingerlang. Daher habe ich hier dann halt auch so ein paar Blinker bzw. Küstenwobbler ausgesucht, die da so das Beuteschema ganz gut imitieren. Natürlich werde ich erstmal auch in der Futterfischfarbe anfangen, also ein bisschen was Blau-Silbernes habe ich hier halt auch dran, wobei das jetzt eher schon Sandaal-Form hat, das Ganze, aber so genau nehmen die Makrelen das glaube ich nicht. Und wie gesagt, hier habe ich noch so ein paar andere Blinker und Küstenwobbler, die ganz gut funktionieren. Sehr gut auch immer Reizfarben, was Rotes, was Orangefarbenes, das mögen die Makrelen auch gerne, aber ich stehe halt auch auf die natürlichen Muster, also ich fange erstmal mit denen hier an und ich habe halt noch eine ganze Box dabei, da kann man so ein bisschen variieren und ein bisschen ausprobieren. Ich bin echt gespannt, ob da was geht. Ja, aber die ganzen Möwen am Horizont, die lassen Gutes erwarten. Geben wir mal Gas. Wollen wir mal gucken. Die Möwen, die sind bestimmt aus irgendeinem Grund da, oder? Ja, da war Petri, ne? Streng dich an, Junge. Mathis hatte den ersten Biss. Vielleicht kommt der Fisch nochmal, kurz vor der Rutenspitze. Hat irgendwas angefasst.
Schade. Nicht? Schade Schokolade. Es ist Feierabendzeit und viel los am Wasser, aber wenn alle mitdenken, kommt sich trotzdem keiner in die Quere. War schon. Vielleicht werdet ihr noch berühmt. Gut gelaunt fischten wir uns den ersten Adrenalinstößen entgegen. Schade. Was ist das für eine Scheiße? Das ist Seegras, glaube ich. Ja. Schon wieder Seegras, ich werd verrückt, Mann. So eine Scheiße. Das Seegras sorgt für ordentlich Spaß. Und Adrenalin. Immerhin. Schön. Ja, bisher ist außer Seegras leider noch nicht viel hängen geblieben. Wir haben auch noch keine Fischaktivität gesehen. Außer eventuell den einen Fisch bei Mattis vorhin, ne? Ja, also ich habe gerade den Spiro wollte ich aus dem Wasser heben. In dem Moment kam so Widerstand, zwei, dreimal ein Zupfer. Ich habe das schon oft bei Forellen gehabt. Kann schon sehr gut was gewesen sein. Ja. Ansonsten war aber noch gar nichts. Leider nicht. Leider nicht. Ja, ja. Wir überlegen gerade, da oben fischen noch zwei andere. Da werden wir jetzt mal hingehen und mal fragen, wie es bei denen so aussieht. Und dann, ja, versuchen wir es weiter, ne? So ist es beim Angeln. Werfen, werfen, werfen. Manchmal geht es nicht anders. Ja. Bald kommt aber die Dämmerung und erfahrungsgemäß ist das ja immer eine heiße Zeit. Also da versprechen wir uns noch einiges von. Die Möwen warten auch noch. Wir bleiben am Ball. Auch die anderen Angler konnten noch keinen Fisch ans Band bekommen, also entschlossen wir uns, eine Pause zu machen. Während wir über das Leben philosophierten, entdeckte Mattis plötzlich Fischaktivität an der Oberfläche. Also nichts wie ab an den Ort des Geschehens. Das ist doch mal angeln jetzt hier. Wobei, ob da was jagt, aber das sind auf jeden Fall das sind Kleinfische, ja. Na. Hast du irgendeine heringsartige Fliege da? Die sehen doch alle gut aus. Der? Die mal nehmen, oder was? Probier ich mal aus. Das sind auf jeden Fall so Heringsfarben, ne? Jo. Siehst du das da hinten? Da, da springen Fische. Hol mal deine Angel jetzt. Da hinten kommt richtig was rausgesprungen die ganze Zeit. Ne, aber du siehst das, ne? Dann pack mal weg, das Ding jetzt. Alter, da kommen wir ran. Wenn ich jetzt reingehe, komme ich da ran. Da, an ganz vielen verschiedenen Stellen. Siehst du das, Alter? Das kocht richtig. Hier kommt man richtig weit raus an. Da! Hier vorne, da. Die kommen dichter, Arne. Die kommen dichter. Fisch! Ah, kurzer Biss. Ich habe einen Biss gehabt auf jeden Fall. Er pennt an einem Arne, ne? Ja, jetzt war auch direkt vor mir hier was. Da vorne wieder gesehen. Schräg raus von mir. Und hier direkt vor mir war auch ein kleiner Ring. Aber ich vermute, dass die sich auch nicht immer alle zeigen. Also
Hier, direkt vor mir, wieder gesehen? Ne, da hinten war auch wieder was. Krass, ey, die Fliege war auch, ey, genau drüber geworfen über den Kreis. Mal gucken, also das ist jetzt eigentlich genau in der heißen Zone. Also Fisch ist auf jeden Fall hier irgendwie unterwegs. Ja, die Makrelen, die ziehen natürlich auch total schnell hin und her, ne? Ah, krass, wie schwer die... Jo! Keine Ahnung, was das ist, aber bewegt sich schnell. Ich denke, es ist eine Makrele. Krass, da kommt auch noch so ein ganzer... Guck mal, da kommen noch welche hinterher. Das ist krass. Guck mal hier, siehst du die? Guck mal da, da kommen noch so... Da sieht man noch andere Fische hinterherziehen. Ja, ist eine Makrele. Das ist jetzt keine Riese. Aber die ist schön draufgeknallt auf den Blinker. Willst du die haben? Ah, okay, hat sie erledigt. Ja, immerhin, Fisch ist da. Und da sind auf jeden Fall eben noch andere hinterhergekommen. Also da vorne, da rauben auch welche mal das. Das ist so ein Tick zu weit draußen, ne? Aber da sind natürlich auch welche in Wurfweite, also. Ja. Aber ich habe das Gefühl, die kommen langsam dichter gerade. Ja, Biss? Biss? Wieder ein Biss, ey. What the fuck, Alter. Alter, gehen die ab da hinten. Ich mache irgendwas falsch, ne? Warte mal. Ich glaube, jetzt kriege ich eine. Ja, guck mal da, Alter. Die Fliege ist ja echt klein. Ich hatte auch wie gesagt. Komm, Maddies. Hau an, Junge. Ne, ne. Alter, jetzt sind die aber dicht dran hier vorne. Da bist du doch voll drin jetzt, ey. Ah, komm, ey, mein Blinker ist doch genau da. Was geht denn ab? Vielleicht doch noch einen kleineren nehmen, ey. Vielleicht noch schneller kurbeln. Alter. Jürg, Mann. Da, komm, 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 komm. Oh, da war ein Schwall hinter meinem Blinker. Hast du gesehen? Jo. Da ist sie doch schön reingeknallt. Die ist auch auf jeden Fall besser als die eben. Zweite Makrele. Schön so 20 Meter Entfernung eingestiegen. Aber ich habe auch wirklich genau... Scheiße. So kann es gehen. Naja, nächste Chance kommt mit Sicherheit, wenn man sich das so anguckt hier. Ja, sind ja genug da, ne? Hau mal raus, das Ding. So, Arne hat jetzt schon zwei Makrelen gefangen und ich hatte ungefähr 4, 5, 6 Fehlbisse. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder vielleicht auch am Spiro. Ah, ich glaube eher an mir. Ich muss mal gucken, dass ich mich da besser konzentriere und vielleicht mal einen Anhieb setze oder schneller kurbel. Ich probiere ein bisschen rum und wenn ich die erste habe, dann melde ich mich wieder. Ansonsten Blinker. Weiter geht's. Ja, direkt hier vor mir. Geil. Echt, auf den letzten Metern hier vorne, vor uns. Ach, das ist ein Dorsch. So, hier direkt vor den Füßen. Ich dachte erst, das ist eine große Makrele. Das ist ein Dorsch hochgestiegen und hat sich den Blinker geschnappt. Der ist natürlich noch untermaßig. Aber wenigstens ein Fisch. Und der hat sich den voll reingenagelt hier. So. Kleiner Dorsch, der kann auch direkt wieder schwimmen. Mal gucken, ob die Makrelen jetzt noch kommen. Schön wär's ja. Fast. Die Makrelen kamen leider nicht mehr und innerhalb kürzester Zeit lag die Förde wieder spiegelglatt vor uns. Wir fischten uns also weiter die Küste hinab und dort sollte noch eine dicke Überraschung auf uns warten. War das ein großer Barsch?
Dorsch, dachte ich. Das war ein Barsch. Echt? Das war ein richtig fetter Barsch. Der hatte diese Farbe von einem sehr, sehr braunen Dorsch. Ich habe knallrote Flossen gesehen. Alter, der hat genau hier vorne vor meinen Füßen gebissen. Hast du das auf der Kamera? Ich habe ja auch gerade rüber geguckt. Ja, das war so ein großer Barsch, Alter. Was ist denn los, Mann? Der hat genau hier vorne gebissen. Krass, ey. Ja, der kommt wohl nicht nochmal. Ja, vielleicht hatte ich da hinten auch Barschkontakt. Der sah komisch aus, der sah zu kompakt für einen Dorsch aus. Ich habe nur einmal rüber und der hatte... Also irgendwas Rotes habe ich gesehen, ey. Nicht, dass es... Eine Forelle war das nicht. Der ist genau hier vorne, genau Rutenlänge eingestiegen irgendwie. Hier nochmal die Zeitlupe und der deutlich erkennbare Barsch, der sich den großen Glatzsachs-Küstenwobbler kurz vorm Rausheben direkt unter der Oberfläche schnappte. Crazy shit. Was beim Angeln immer alles passiert. Bei diesem Angelausflug passierte nicht mehr viel. Trotzdem gab es in der Dunkelheit zum Abschluss noch ein paar schöne kleine Dorsche. Das ist ein Monsterdorsch. Ja, ein Riese. Ja, ne? Ein Löwe. Aber schön. Ja. Fachmensch für Release. Echt. Auch noch ein schöner kleiner Dorsch auf meinem Blinker. So um die 60. Ja. So, der darf natürlich zurück, der ist ein bisschen klein. So, da sind wir jetzt wieder am Ufer, haben das Handtuch geworfen. So richtig perfekt ging der Plan heute nicht aus. Es war zwar viel Fisch unterwegs, immerhin gingen ein paar kleine Dorsche noch ans Band und ja auch die zwei Makrelen, die dann aber leider auch letztendlich wieder im Wasser gelandet sind. Und dann war da ja noch dieser mysteriöse Fisch, der an der Rutenspitze eingestiegen ist, wo Arne meint, das war ein Barsch. Ich habe auch was Komisches gesehen, ich war mir nicht sicher. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich meine, ich habe rote Flossen gesehen. Also ich freue mich schon auf die Auswertung des Videomaterials. Ja, es waren leider nur die Headcams. Ja. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ihr konntet es vielleicht schon sehen, was für ein Fisch das war. Wir werden es erst sehen, wenn wir zu Hause sind. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch richtig gespannt. Ich meine, es war ein Barsch. Dann war der ziemlich groß. Dann war das ein kleiner... Das war auf jeden Fall ein guter dann. Ja. Und auch mitten hier in der Förde eigentlich. Gut, in der Nähe vom Süßwassereinlauf. Ja. Aber trotzdem kein Fisch, den man hier erwarten würde. Aber so ist es beim Angeln. So ist es. Makrelenfischen ist nicht einfach. Die ziehen auch meistens in Schwärmen umher. Und wenn man den Schwarm dann erstmal gefunden hat, hat man oft nur ein paar Minuten Zeit, wirklich auch welche ans Band zu kriegen. Mhm. Und wir haben natürlich auch Filmaufnahmen nebenher gemacht und ich hatte noch das Problem mit dem Spiro, dass die Fliege ein bisschen langen Schweif hatte und die immer reingezupft haben hinten und nicht wirklich voll genommen haben. Also die haben sehr spitz gebissen und da hätte ich schneller anpassen müssen, schneller die Fliege wechseln, aber ich wollte dann unbedingt auf die Fliege noch eine fangen und das hat wahrscheinlich auch ein, zwei Fische gekostet. Ja, so ist das beim Makrelenfischen, da muss man schnell sein. Ja, genau, die sind genauso schnell wieder weg, wie sie dann gekommen sind. Wobei, heute waren sie relativ lange eigentlich zu sehen. Manchmal zieht der Schwarm wirklich nur ganz kurz durch. Ja, eigentlich hätten wir mehr fangen müssen, ne? Also es waren viele Fische da, auch irgendwie in Wurfweite, aber weiß ich auch nicht. Wir hatten irgendwie nicht so richtig Bock auf unsere Köder. Ja, es läuft nicht immer alles rund beim Angeln und wir zeigen ja auch unsere Videos quasi unverfälscht. Von daher, ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden mit uns. Wir haben wirklich alles gegeben. Ihr seht auch, es ist dunkel. Wir lassen uns von Mücken zerstechen. Ja. Alles für euch. Schade, schade. So ist es, ne? Ja. Was soll's. Nächstes Mal geht's wieder auf Forelle. Ja, Gott sei Dank. Auf dieses Meer verlassen. Und wenn ihr Bock habt, seid ihr wieder mit dabei. Daumen hoch. Nächstes Mal bei Out for Trout. Ich hoffe, da geht dann mehr. Ich hoffe auch. Also. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.